Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer oder liebe Händlerinnen und Händler. Jetzt hätte ich fast den Start hier um 9 Uhr im Live-Webinar verpasst, weil ich noch das ein oder andere Setup hier gesehen habe. Aber pünktlich hat es dann noch geklappt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Handelstag, auf alle Fälle einen guten Start und heiße Sie herzlich willkommen zu den heutigen Handelsideen hier bei Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich leite Sie wie immer in diesem morgendlichen Webinar durch ein paar meiner Gedanken. Ludger, einen schönen guten Morgen. Und ich habe es heute auch im Blog wieder geschrieben, hier auf Facebook, der kleine Facebook-Eintrag, den ich jeden Morgen mache. Nächste Woche beginnen wir diese Webinare eine halbe Stunde früher, also immer um 8.30 Uhr. Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie einfach die Setups schon kennen und sich vor dem Marktstart entsprechend auch gut mit diesen Ideen beschäftigen können und dann vorbereiten können. Und dann laufen wir nicht immer in den Marktstart rein. Aus diesem Grund die Idee hier eine halbe Stunde früher zu beginnen. Bevor wir auf die heutigen Handelsideen schauen, schauen wir noch auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Also, was steht heute auf der Agenda? Ein paar Nachrichten haben wir, wie jeden Morgen. Heute gibt es nicht wahnsinnig viele Nachrichten, so ein bisschen was am Rand schwimmt. Wir haben EU-Gipfeltreffen, da können immer mal entsprechend ein paar Nachrichten kommen, die Märkte durchaus bewegen können. Um 14.30 Uhr bekommen wir aus den USA das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal genannt. Wir hatten heute Morgen schon den GfK-Konsumklimaindex für Deutschland. Sie sehen auch hier, der ist relativ stabil geblieben. Ergebnis momentan 10,7. Prognose waren 10,6. Um 10 Uhr gibt es dann noch den Monatsbericht der EZB. Um 14 Uhr den Verbraucherpreisindex für Deutschland für den Monat Juni. Um 14.30 Uhr gibt es das BIP im Preisindex für das erste Quartal in den USA. Wir schauen um die gleiche Zeit auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und dann am Nachmittag gibt es ein, zwei Reden von FOMC-Mitgliedern, die auch immer wieder das Zeug haben, hier entsprechend die Märkte zu bewegen. Damit kommen wir zu den Märkten. Was war gestern für ein Tag? Das war einfach irre. Also sowas habe ich schon für mich persönlich, auch für mein Portfolio, eine ganze Weile nicht erlebt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, was hier gestern los war. Wir hatten ja den WTI besprochen. Der WTI ist ja momentan sehr, sehr, sehr stark im Fokus und wir hatten ja, wann war das gewesen? Am 25. Also vor 3 Tagen hatte ich ja schon gesagt, Mensch Leute, schaut mal hin, wir haben hier im WTI nach diesem großen Schub nach oben eine schöne Range hier im Stundenchart. Die kann wirklich gut genutzt werden zum Traden. Der Ausbruch kam mit Schmackes, auch hier konnten wir die Frage beantworten, wer kauft auch nach uns. Hier lag dann noch ein Tageshoch, also alles feine Dinge, die funktionieren können. Und dann haben wir hier sozusagen im gestrigen Tag auch wieder eine schöne Range gehabt. Die habe ich ja mit Ihnen gestern Morgen auch besprochen. Gestern gab es dann auch Nachrichten. Ich habe auf Facebook, weil ich diesen Trade auch live in meinem Portfolio hatte, nochmal das Bild gepostet dazu mit dem Hinweis auch, schaut mal, was bei den Nachrichten passiert. Da kann es ja zu hoher Volatilität kommen, was hier passiert. Es war einfach, schauen Sie sich, was hier rausgekommen ist. Gucken Sie sich mal das CRV an, was hier in diesem Moment bei solchen Range-Ausbrüchen, wenn richtig Dynamik in den Markt kommt, auch passieren können. Ne? Wenn Sie mal schauen, wir hatten hier knapp, was haben wir hier gehabt? Im Hoch hatten wir 71, die Absicherung bei 70, 66, 70, 65. Das heißt, wir haben hier 35 Cent im Risiko gehabt. Und schauen Sie sich mal an, was da draus geworden ist. Also das war einfach irre. Und solche Dinge, wenn die einfach laufen, das ist natürlich schön für uns als Trader. Das ist dann sozusagen die viele Arbeit wert, die wir uns hier auch im Research machen. Und das macht dann Spaß. Und wenn wir uns die Trade-Planung auch mal anschauen, wir hatten halt den gestrigen Tag sozusagen hier laufend. Hier ging das Ganze so langsam los. Wir konnten sagen, wir haben ja einige Tageshochs vor uns liegen, die der Markt auch ansteuern kann. Und das ist dann gestern auch direkt passiert. Ich hatte hier auch wirklich das Glück, dass der Markt hier oben reingelaufen ist. Meine Order wurde dann
hier oben bei um die 72, 60 gefüllt in der Gewinnmitnahme. Also das war richtig toll, richtig Glück. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was hier passiert. Ich meine, diese Fahnenstange kann sich schon fortsetzen, aber ich gehe persönlich hier von dieser Chartsituation einfach mal davon aus, dass wir ein bisschen Konsolidierung sehen. Aber was der Markt am Ende macht, wir wissen es nicht. Es ist wichtig, dass wir uns danach richten, was der Markt macht, und damit wird das dem Trading dann auch schon klappen. Wir hatten ja auch die Trading Range gestern in zwei Währungen. Im Euro hatten wir was, was gut angelaufen ist. Also alles in allem gestern wieder mal ein Tag, wo man sagen kann, wow, das läuft. Und wenn Sie sich mal anschauen, wir hatten ja hier gestern dieses Setup besprochen im Euro-US-Dollar. An dieser Stelle hier, der Trade ist natürlich auch hervorragend aufgegangen. Wir hatten hier gestern auch noch eine kleine Trading-Range, die man sehr gut im Morgen traden konnte. Und schauen Sie, die Zielbereiche sind mittlerweile durchlaufen worden und der Bereich hier unten ist auch mittlerweile erreicht worden in diesem, wo der Trend sich entsprechend fortsetzt. Wir werden mal sehen, was hier jetzt passiert. Wenn wir durchlaufen, ist dann, wie schon gesagt, der nächste Anlaufpunkt irgendwo hier um die 1.14.280. Wird sich zeigen, ob wir direkt durchlaufen oder ob wir so einen Trampolineffekt hier unten erstmal sehen mit sich reduzierenden Schwankungen. Das wird sich zeigen, aber auf alle Fälle, Sie sehen es, ist es immer wieder schön, wenn wir entsprechend auf den Markt hören. Und wir haben es ja gestern auch schon in der Ankündigung gehabt. Es gab einen Abwärtstrend, der sich hier in der Stunde gebildet hat, sehen Sie, und das sind dann die Dinge, die hervorragend zum Traden auch zu nutzen sind. Und damit möchte ich mich jetzt nicht länger mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern wir wollen ja in die Zukunft schauen, und heute habe ich für Sie die Charts im dem Euro, schwedische Krone, britisches Pfund, Austral-Dollar und US-Dollar, Kann-Dollar vorbereitet. Und wie schon gesagt, wenn Sie hier auch live zuschauen, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie ruhig die ein oder andere Frage. Ich gehe gern auf den Wunschchart von Ihnen auch mit ein. Und damit zum Euro-SEK, wo ist er hier? Schwedische Krone, herrlich, was hier passiert. Wir haben hier einen Abwärtstrend gehabt, der ist gebrochen worden, oben raus, und jetzt läuft diese Geschichte auch schon an. Also meine Handelsidee, die ich hier im Prinzip habe, ist folgendermaßen, ich zoome den Chart mal etwas größer. Wir haben hier sozusagen einen Markt gehabt, der bis hier oben rangelaufen ist. Diese große Kerze hat diesen Abwärtstrend hier oben an dieser Stelle gebrochen. Das ist der Kursbereich, Sie sehen es hier oben um die 10.360.33. Da lief der Markt drüber und er hat sozusagen hier den Widerstand überschritten, ist jetzt eine Unterstützung geworden. Und hier gab es sozusagen immer mal wieder diesen Bereich hier in den letzten zwei Tagen, in den letzten drei Tagen, wo der Markt nicht wirklich über diese Marke drüber war. Deswegen habe ich ihn so rot markiert, wie ich es gemacht habe, bei 10.38.686 ist hier dieser Bereich. Hier ist jetzt die Idee dahinter, wenn es der Markt schafft, diese Dynamik nach oben hin fortzusetzen, ja, dann haben wir schön den Aufwärtstrend in der Stunde, und der könnte durchaus die Dynamik aufbringen, dass wir hier oben in den nächsten Widerstandsbereich einlaufen. Hält der Markt dort auch stand, schauen Sie, da haben wir hier oben wieder ein paar Tageshochs, die der Markt auch anlaufen kann. Sicherlich ist es hier ein ganzes Stückchen noch Entfernung bis da hoch, aber wir sehen die Punkte im Markt. Wir können sagen, wer kauft denn nach uns, und das sind dann natürlich definitiv die Händler, die möglicherweise an diesen Stellen mit ihren Orders warten. Und wir schauen, ich habe es gerade mal angesprochen, den Stundentrend auch gleich mal an. Bevor ich in die Stunde gehe, noch kurz der Hinweis: Sollte dieser Widerstandsbereich, den wir hier oben haben, ich ziehe den mal für Sie kurz etwas länger, sollte dieser Widerstandsbereich doch so stark sein, dass der Markt es nicht schafft, direkt darüber hinauszulaufen, dann könnte es natürlich sein, dass hier noch ein bisschen Korrektur kommt. Ne? Das ist nicht ausgeschlossen. Was haben wir da an Anlaufpunkten? Da schauen wir uns mal wieder die Tagestiefs an, die im Vorgang lagen. Das heißt, wir haben erstmal hier das Tagestief von heute natürlich, und dann haben wir hier das Tagestief von gestern um die 10.32155 und etwas tiefer die 10.31236. Das ist mal so eine Unterstützung, die hier entsprechend auch mitläuft. Hier bricht der Markt halt gerade wirklich oben ran, und das ist dort noch ein schönes Szenario. Warum? Wir haben hier eine Korrektur. Schauen Sie mal, ein schönes ansteigendes Dreieck haben wir hier in diesem Bereich als Korrekturmuster. Also Sie sehen, wenn wir die Charts richtig schön lesen können, können wir auch die Korrekturmuster lesen und das Verhalten der Marktteilnehmer dadurch herausfinden, und das sind dann doch spannende Geschichten. Und damit schauen wir mal ganz kurz in den Chart auch hinein. Jürg Kreinkamp ist heute auch dabei. Einen schönen guten Morgen, Jürg, und auch Ihnen einen guten Start in den Tag. Freue mich, dass Sie hier auch live mit zuschauen. Also, wie sieht die Stunde aus? Ich zoome es mal ganz kurz etwas kleiner hier in diesem Bereich, und wir sehen hier in der Stunde sehr, sehr schön diesen Aufwärtstrend laufen. Hier gab es mal einen Spike nach unten. Das kann immer wieder passieren. Das ist jetzt nicht tragisch, kein Beinbruch. Das ist das Thema immer mit dem Stoppmanagement. Na, da kann es hier nur wieder mal passieren, dass man blöde ausgestoppt wird. Aber das
sind die Sachen, die passieren uns Tradern. Aber ansonsten sehr, sehr schön laufender Aufwärtstrend hier. Letzte Bewegung, jetzt gehen wir hier oben drüber. Und wie schon gesagt, wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann haben wir wirklich, wenn wir in die Vergangenheit des Charts blicken, wir haben halt hier die entsprechenden Punkte in den Anlaufbereichen. Also einmal hier, dann schauen Sie, dann haben wir hier einen Bereich zum Hineingehen, in die, also wo eventuell Käufer warten könnten. Hier, da liegt sehr, sehr viel eng aneinander. Und wenn der Markt tatsächlich reinläuft, das ist immer sehr, sehr schön, weil wir wissen, an wen wir unsere Position in die Gewinne abgeben können. Und das ist doch richtig toll. Also das ist der Plan. Und wenn wir den Plan traden, trade den Plan, dann wird das auch mit dem guten Gewinnen in der Börse klappen. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Währungspaar wieder in den Tageschart hinein. Und da schauen wir jetzt auf den britischen Pfund und den Australdollar hier im Tag. Was sehen wir hier? Sie sehen es, ich habe es gestern, gestern habe ich gesehen, wie sich das Ganze bildet. Ich habe es für Sie auch mit gekennzeichnet hier, ein Kursmuster, wo wir auf der Unterseite leichte ansteigende Tiefs haben und auf der Oberseite doch deutlich stärker fallende Hochs. Das Ganze ist ein fallender Keil. So, und ein fallender Keil ist für diejenigen, die das noch nicht wissen, ein Zeichen eines Ausbruchs eher auf der Ober- als auf der Unterseite. Das heißt, in sehr, sehr vielen Fällen haben wir hier ein Szenario, wo der Markt eher nach oben als nach unten geht. Heißt also vom Prinzip her, dies ist ein bullisches Zeichen, wenn der Markt nach oben ausbricht. Ja? Weil wir haben jetzt hier auch von der Trendverordnung her, das aktuell Laufende ist ein Aufwärtstrend, den wir hier haben. Und wenn man den einfach mal als Mittel nimmt, dann haben wir halt hier dieses Szenario auch da als bullisches Zeichen. Das heißt, wir sehen, der Markt testet immer wieder hier unten diesen Bereich, aber es ist dort nicht unbedingt der wahnsinnige Verkaufsdruck zu sehen. Von der Oberseite her haben wir immer weiter fallende Kurse und damit erhöht sich dieses Spannungsmoment und dieses fehlende Verkaufinteresse hier sorgt dann halt irgendwann dafür, dass in der Regel dieses Chartmuster nach oben verlassen wird. Wenn das hier auch passiert, ist das Potenzial nach oben da. Schauen Sie, wir haben einfach hier oben diesen Widerstandsbereich dann bei 1,79652 und dann kann es noch bis hier oben reingehen in die 1,81096. Mit Blick in die übergeordnete Chartlage muss man einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Trend, der nach unten gelaufen ist, ziemlich tief in die Bewegung. Ich schaue mir hier bei solchen Dingen, gerade in dem kurzfristigen Trading, aber auch gerne die kleineren Trends an. Und da haben wir hier die Situation, dass wir den Markt in diese Richtung laufen hatten. Schauen Sie, wir hatten hier die Bewegung, eine Korrektur entsprechend nach oben und dann nochmal den Trend nach unten. Und damit haben wir zumindest mal diesen Bewegungstrend hier an dieser Stelle gebrochen. Deswegen ist dieser Trend auch valide und dieses Kursmuster, was wir hier haben, taucht jetzt hier halt auf. Wie schon gesagt, ob der Markt das Ganze spielt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe halt nur gelernt, mit diesen Kursmustern umzugehen und sehr, sehr oft werden diese wirklich nach oben hin aufgelöst, weil es halt bullische Szenarien entsprechend auch sind. Und hier haben wir auf der Oberseite, wie schon gesagt, die Anlaufpunkte. Wenn es dann hier oben richtig rausruckt und wir sogar diesen Widerstandsbereich hier oben rausnehmen, dann sehen Sie auch, wo schon die nächsten Anlaufbereiche liegen. Also das ist durchaus ein Muster, was passieren kann. Sollte es doch zur tieferen Korrektur kommen, dann egalisiert sich dieses Muster natürlich. Unterstützungsmarken haben wir dann hier auf der Unterseite im Chart um die Bereiche von 1,77578 und hier noch ein Tagestief vom 15. Juni bei 1,77158. Also hier in diesem Bereich haben wir doch ein paar Unterstützungen noch liegen. Wir werden sehen, was der Markt macht. Da hilft auch ein Blick in den Stundenchart. Der ist momentan natürlich abwärts gerichtet, aber die Erfahrung zeigt auch, je flacher diese Ranges werden, je weniger kann man mit diesen untergeordneten Trends anfangen. Das heißt, da schaut man dann in den Ausbruch hinein und guckt dann in die kleinsten Zeiteinheiten und da braucht man dann natürlich aus dem Ausbruch dann den entsprechenden Aufwärtstrend in diese Richtung. Schauen Sie, hier ist er ja mal drüber gelaufen an dieser Stelle, da gab es aber keinen Aufwärtstrend, der wurde direkt wieder abverkauft. Das ist dann nicht das Zeichen, dass man das kaufen kann. Also, Sie sehen, hier ist noch ein wenig Geduld gefragt, aber wenn wir uns die aktuellen Schwankungsbreiten anschauen, dann kann es auch relativ schnell gehen. Also das definitiv ein Wert für die Watchlist. Und das ist ja auch wichtig, dass man solche Werte hat, um das Trading gut zu planen. Und damit gehe ich gleich dann zum dritten Währungspaar für heute über. Und zwar zum US-Dollar-Kan-Dollar haben wir hier im
Chart auch eine sehr, sehr, sehr interessante Situation im Tageschart hier an dieser Stelle zu sehen. Sie sehen eine schön weit gelaufene Bewegung hier an dieser Stelle, die in die Korrektur nach unten reingelaufen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier momentan eine sehr flache Korrektur. Ich habe das mal für Sie eingezeichnet hier. Die Bewegung hat gestartet hier unten bei 1,28, 1,63 und lief hier oben rein bis zu 1,33, 8,22. Und jetzt haben wir hier einen Markt, der eine kleine Trading Range ausgebildet hat. Wir sind hier oben auch in das Top schon mal reingelaufen. Da wollte der Markt aber wieder runter. Also so richtig Auflösung des Ganzen gab es hier noch nicht. Wir haben hier oben diesen Spannungs-, diesen Drehmoment in diesem Widerstandsunterstützungsbereich. Das wechselt halt, sind wir drüber, sind wir drunter. Ich habe ihn mal rot markiert. Das ist dieser Dreh- und Angelpunkt. Und hier kommt es jetzt drauf an, was der Markt entsprechend macht, weil wir waren ja schon mal hier oben drin am gestrigen Tag, aber wir haben direkt wieder abverkauft. So, und wenn jetzt im Endeffekt der Markt wieder Stärke gewinnt, dann haben wir hier eine feine Situation, weil wir natürlich dynamisch wieder nach oben laufen. Und wenn diese Dynamik auch einsetzt, aus so flachen Korrekturen, dann passiert es relativ häufig, dass der Druck von unten so stark wird, dass wir hier einfach mit Schmackes oben drüber laufen. Ne? Hier kann man halt auch eine schöne Trendlinie wieder unten reinlegen, hat man also wieder sehr schön dieses ansteigende Dreieck momentan und das ist genau der Punkt, den wir hier entsprechend brauchen, wo wir sehen, die Anleger bzw. die Investoren fangen immer früher nach oben an zu kaufen. Das heißt, die Verkäufe laufen immer flacher und das erhöht natürlich das Spannungsmoment von unten nach oben. Und wenn es dann bricht, dann kommt häufig Schmackes, weil die Korrektur halt relativ flach auch gelaufen ist. Die Unterseite liegt momentan hier im Markt bei 1,32574, also ein normaler Schwankungsbereich. Hier wird dieser allerdings gebrochen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir eine tiefere Korrektur sehen. Da haben wir dann die nächsten Anlaufpunkte hier um die Tagestiefs bei 1,31905 und 1,31593. Also es gibt schon noch einiges auf der Unterseite, was als Unterstützung zählen könnte. Momentan scheint der Markt hier Stärke zu spüren und wenn es dann knallt, ist es natürlich schön, wenn wir beim Ausbruch nach oben auch mit dabei sind. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, dann sehen wir hier in der Stunde, Sie werden es erkennen, auch momentan wieder eine interessante Situation. Wir haben hier eine leichte Trading-Range gehabt, eine Seitwärts-Range sozusagen innerhalb dieses Balkens. Jetzt schiebt der Markt hier nach oben, aber er verkauft immer wieder ab. Das ist halt so die Sache, wo man sagt, naja, mal gucken, was hier so wird. Aber er läuft wieder nach oben. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, wenn ich das ganze Bild mal etwas kleiner mache, haben wir hier in der Stunde halt vom Prinzip her jetzt durch diesen starken Schub nach oben gestern erstmal einen großen, großen Aufwärtsruck bekommen. Sie sehen auch hier so richtig trendförmig ist das Ganze schwierig zu laufen. Hier lief der Markt zwar mal trendförmig nach oben, hat aber gestern gebrochen. Danach kam dieser massive Schub nach oben. Das heißt, ich persönlich als Händler würde hier erstmal noch ein kleines bisschen abwarten, was passiert. Wir haben ja ein schönes, rundes Muster. Was halt jetzt an dieser Stelle schön wäre zu sehen, ist, dass dieser massive Schub nach oben, wenn wir uns das mal kurz in den 15 Minuten anschauen, wir brauchen hier natürlich etwas Bewegung nach oben. So, und jetzt haben wir hier in den 15 Minuten, Sie sehen das schon, ich mache das mal noch etwas größer, haben wir hier so ein bisschen diese Seitwärts-Tingelei entsprechend, aber, und das ist halt das, was wir jetzt brauchen, wir haben entsprechend hier diese erste Schubbewegung, wenn man das mal so nimmt, also vom Prinzip her, der erste Schub nach oben, dann gab es eine Korrektur hier in den 15 Minuten, na, jetzt ist es drin, das Zeichenwerkzeug, nach unten hin und danach gab es jetzt den Weg nach oben. Und was ich jetzt gerne sehen wollen würde, als erstes Anzeichen dafür, dass der Markt nach oben dreht, wäre natürlich jetzt hier, dass diese Korrektur zu Ende geht, vor diesem Punkt hier, weil sonst bricht das Ganze ja. Also das heißt, irgendwo hier vielleicht tief in diese Richtung reinläuft, vielleicht flach, das weiß ich nicht, wo es hingeht. Und dann natürlich hier nach oben zu drehen. Das wäre dann ein dynamisches Zeichen und das wäre dann, wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, schauen Sie, hier haben wir die 15 Minuten im Trend, das wäre natürlich dann das, was wir sehen wollen. Dann haben wir hier die dynamische Aufwärtsbewegung und das wäre dann das Zeichen, dass der Markt tatsächlich den Ausbruch hier nach oben probt und dann sich Stück für Stück nach oben mitentwickelt. Also das zur Handelsidee im Währungspaar US-Dollar, Kandollar. Und damit bin ich mit den heutigen Handelsideen, mit der Besprechung auch mit fertig. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere Idee für sich auch mitnehmen. Ich schaue mal rein. Fragen haben wir momentan nicht. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle von Ihnen, die reinkommen. Karam, hallo, schön, dass auch Sie noch dazugekommen sind. Jetzt sind wir mit der Besprechung leider schon etwas fertig, aber hier die Einladung auch an Sie. Schauen Sie sich ruhig die Aufzeichnung an. Die ist ja jetzt direkt auf Facebook ersichtlich, wenn
wenn ich das Webinar beende, oder aber im YouTube-Kanal von Tikmill. Da können Sie natürlich auch immer wieder nachschauen, oder Sie machen es so wie der ein oder andere Händler auch. Sie gehen einfach in den Blogbereich auf der Website von Tikmill. Hier schauen Sie in den Blog und da haben wir natürlich jeden Eintrag, den ich für Sie hier jeden Morgen auch bespreche. Da klicken Sie einfach rein und da sehen Sie ein paar Minuten, nachdem ich die Besprechung beendet habe, hier unten auch das Video zu dem entsprechenden Webinar am Tag. Und ansonsten können Sie hier auch immer wieder in die Playlist schauen und die entsprechenden Videos mit den Handelsideen immer wieder anschauen. Also, ich freue mich auf morgen. Morgen ist Freitag, so gegen 8 Uhr gibt es wieder den entsprechenden Einblick in ein paar meiner Handelsideen. Und dann machen wir wieder den großen Nachrichtenüberblick für die nächste Woche. Und morgen werde ich, ich habe mich dafür entschieden, morgen mal keinen edukativen Teil zu nehmen, weil an den Märkten ist in den letzten Tagen so unwahrscheinlich viel passiert, dass wir einfach mal die Analyse etwas weiter ausfahren. Wir schauen mal in die Indexanalysen etwas tiefer rein, was jetzt hier passieren kann, wie es weitergehen kann. Einfach, da brauchen wir morgen etwas mehr Zeit. Und diese Zeit möchte ich mir sehr, sehr gerne nehmen, weil ich weiß, die Vorbereitung auf eine Handelswoche ist extrem wichtig und da ist es wichtig, die Lage an den Märkten gut und wichtig einzuschätzen und auch Szenarien planen zu können. Und das machen wir morgen sehr, sehr, sehr intensiv. Wie schon gesagt, um 9 Uhr geht es los. Seien Sie dabei und dann zeichne ich das Ganze natürlich für Sie auch wieder auf, damit Sie am Wochenende vielleicht den ein oder anderen Trade auch füreinander oder miteinander vorbereiten können. Also dann einen guten, erfolgreichen Handelstag und bis morgen, Ihr Mike Seidel. Und nochmal vielen, vielen Dank für die vielen Live-Zuschauer. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Mike Seidel.